Willkommen zu einem neuen Vlog. Heute gehen wir zu Kayana. Ihr habt es ja schon im letzten Vlog gesehen. Wir haben unserem Bruder Tickets für Kayana in Frankfurt gekauft. Der Typ sitzt in der ersten Reihe. Wir haben auch gerne Tickets ein bisschen weiter hinten. Heute könnt ihr das gewinnen. Teilnehmerbedingungen sind zum einen, Rona und Tutti auf Insta zu folgen, plus natürlich hier auf YouTube JT Family, da die Gewinnspiele natürlich für unsere Abonnenten sind. Schickt uns dann auf Insta solche Screenshots und ihr nehmt schon teil. Viel Glück! Rona ist schon am Ready machen. Was geht, Freunde? Ey, ich benutze mal seit langem wieder Concealer. Warte, ich mache erstmal ein Video aus. Könnt ihr beim Schminken immer so Kriminalfälle und so hören, aber heute Unge. Ich benutze eigentlich nie Concealer, weil ich habe nicht so starke Augenringe. Aber ich dachte heute vielleicht... Das Highlight ein bisschen, weißt du? Also ja, heute ein bisschen besonders. Ich meine, so zu was sollen wir anziehen? Weil du sitzt da bestimmt so 2-3 Stunden, soll ich Jogging-Sachen anziehen? Willst du dir so, wollen wir uns chillig anziehen oder schick? Ich so, ich habe eigentlich Bock auf schick, auf was hast du Lust? Ich habe gar keinen Bock, da 3 Stunden zu sitzen und so eine enge Hose anzuhaben, die dann am Bauch drückt. Weil wir gehen Jogginghose anziehen? Nee, aber weißt du so, wir gehen davor essen und dann sitzt du dort 3 Stunden. Mit eigentlich kennst du das, wenn die Hose so drückt? Da ja, keinen Bock. Ich will eigentlich auch was. Es soll chillig sein, aber es soll auch schick sein. Ich weiß nicht. Kleid. Ich dachte sogar erstmal, wir waren gerade duschen, nicht zusammen, leider. Oh, Spaß. Oh mein Gott. Wir waren gerade duschen, meine Haare, guck mal, auch voll nass. Wir haben nur noch 40 Minuten, unsere Mutter macht gerade schon voll Druck. Macht so, ihr seid nicht mal geschminkt und so. Ich so, ich brauche nur 10 Minuten, ich bin ne. Ich nicht, deswegen habe ich früher angefangen. Ich habe nicht was gegessen, ich habe bis eben was für die Uni gemacht. Ich habe das Video bearbeitet für JT Reaction, Leute, also checkt auf jeden Fall unseren Kanal ab. Das lädt hier gerade hoch, das heißt einfach, ich wollte Nahim schreiben, weil das, wir haben auf Nahim erkenne den reagiert. Ja. Und guck mal, da steht einfach kein A, da steht nö. Nicht Nahim. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns, wenn wir gestylt sind. Ja. Können wir kurz mal darüber reden, wie gut mir dieser Lippenstift steht? Ihr wisst, ich habe immer so pink, rosa auf den Lippen und irgendwie habe ich das Gefühl, das steht mir nicht so. Und jetzt habe ich Nude gemischt, so ein Lippenstift von Alverde mit so einem braunen Lippen... Umrander, Lip Liner. Ich bin kein Mädchen, ne? Ey, Balla. Lippenumrander. Alter, ich kann gleich diese Haare wegschneiden. Totti sieht ein bisschen aus wie eine Dilara, aber so eine süße Dilara. Nein, aber guck mal, wie gut das aussieht, oder? Ich will gar nicht reden, weil es sieht so gut aus. Warte kurz. Oh, Hanna, dein Haar sieht von hinten voll schön aus. Ja, aber ich muss die noch auskämmen. Ich lasse die erstmal auskühlen. Ich hau Haarspray rein, das mache ich eigentlich nie. Oha, hier ist voll... Aber Horner macht auf jeden Fall die Haare. So sieht unser Tisch aus. Videos noch im Hochladen. Und ja, ich muss auch noch meine Haare machen. Einfach Tutti wollte gerade ihre Haare glätten. Dieses Ding ist. Junge, Horners Optimismus komplett falsch. Das klappt doch. Das Ding ist. Oha, guck ich aus wie. Guck ich aus wie ein Pudel ein bisschen. Ich sah aus wie eine Ashley. Erstmal, das war nur so. Ich dachte, sie hätte nur die Hülle rausgezogen und nicht das Innere. Ich so. Hä, chill, das funktioniert noch. Wie soll ich meine Haare jetzt glätten? Ich steck's rein und guck mal, ob's angeht. Ja, mach's mal an. Schlag, dann bin ich tot. Mach's mal an. Was? Ja, guck doch. Es geht nicht. Das ist kaputt. mach mit Dings, mit Lockenstab. Das geht doch. Oder es ist ALG. Ich bin enttäuscht gerade. Ich dachte, das wäre deutsche Marke. Was? ALG? ALG, das ist eine gute Marke. Eine Marke. Ich dachte, Codewort für... Alles klar. Ausländer, der eigentlich viel können müsste. Wir gehen jetzt sofort raus. Wir dachten uns so, okay, komm, ich schmeiße unseren Roborock S7 an. Der angetrocknete Schmutz auf dem Boden kann nicht alleine Staubsaugen entfernt werden. Der hier hat aber eine Schalltechnologie. Das bedeutet, ob ihr Kaffeespuren habt oder Fußspuren, der entfernt alles. Wir holen jetzt den Wassertank raus. Hier ist eine Öffnung, hier fügen wir immer Wasser rein. Es muss nur Wasser rein, also kein Reinigungsmittel. Wenn wir den Roborock einmal umdrehen, seht ihr hier einmal den Wischer, der mobbt den Eimer. Wir haben in der Mitte einmal den Hauptroller. Der besteht aus Gummi, das ist ganz, ganz neu und der saugt den ganzen Dreck ein. Und an der Seite haben wir dann eine Seitenbürste. Die führt quasi den Dreck in die Mitte, damit das hier unter dem Staubsauger eingesaugt wird. Es gibt sogar eine Fernsteuerung. Ihr seht ihn ja gerade hier. Hier ist unser Dreck, der soll jetzt einfach nur gerade ausfahren. Es gibt sogar den Kartenspeichermodus. Das bedeutet, dass eure Wohnung oder euer Haus in Räume eingeteilt werden kann. Der Roborock staubsaugt einmal die ganze Wohnung und dann könnt ihr das einteilen in Wohnzimmer, Eingang, Abstellkamera etc. Ihr könnt diese Karte auch bearbeiten und Sperrzonen erstellen. Das bedeutet, dass in diese Zone der Staubsauger nicht rein darf, sie nicht betreten darf. Ihr könnt auch sagen, okay, in der Sperrzone soll er staubsaugen, aber nicht wischen. Das geht alles vollkommen klar. Wir haben beispielsweise jetzt am Eingang gesagt, hier darf nicht gestaubsaugt oder gewischt werden und wir kontrollieren das jetzt einmal, ob er das auch macht.
Wenn der Roborock einen Teppich erkennt, dann wird die Wischplatte angehoben und somit vermeidet er den Kontakt mit dem Teppich und der Nässe. Also der Teppich wird dadurch quasi nicht nass. Das können wir auch in den Teppicheinstellungen hier einmal einstellen. Wir können einstellen, dass der Staubsauger einmal die Teppiche erkennt und ihn mit einer höheren Saugkraft staubsaugt. Dann kann man das hier aktivieren. Hier unten gibt es aber auch drei Funktionen. Und zwar einmal, dass der Roborock angehoben wird oder er vermeidet sie vollkommen. Beim dritten, das bedeutet ignorieren. Das bedeutet, dass der Staubroboter in einer Umgebung ist, wo gar keine Teppiche sind. Er muss gar nicht achten, ob ein Teppich kommt oder nicht, sondern einfach nur wischen und staubsaugen. Den Link zum Roborock S7 und weitere Informationen findet ihr in unserer Infobox. Und wir gehen jetzt los. Du schaffst das, ja? Also wir gehen jetzt erstmal essen. Wir sind bei Sultan Wiesbaden. Wir haben irgendwo eine Gemüsepfanne genommen. Und das Geilste ist halt, du kriegst immer Salat, Soße und Brot. Und das ist für uns Albaner ganz, ganz wichtig. Was haben wir gerade bestellt? Das Nachtisch? Und werden wir uns das zahlen? Ich glaube sogar, die kommt zahlen zu dir. Echt? Oh, scheiße. Wir haben Kühnerfer bestellt und wir hatten gerade eben so eine Platte mit Gemüse. Hast du gezeigt? Ja. War ganz lecker, aber da fehlten mir die Kartoffeln. Es war nur Gemüse. Es war nur so Aubergine, Zucchini, Paprika und nichts mehr. Wein ist so ein Ey, es ist noch gar nicht heiß. Ah, guck mal, hier haben wir. Ach, hier ist heiß. Kühnerfer, YouTube-Vlog. Oh, ich liebe es. Das ist so lecker. Der kühlt schnell wieder ab. Das ist eine Pussy. Ach, oh, warm schmeckt der gut. Oh, der ist so lecker. Bell! Lauter! Verwirrt die Digga, also. Bleib cool, Kollege. Wir sind angekommen. Die Schlange ist sehr, sehr lang. Ich mache jetzt ein Foto für meine Mutter WhatsApp-Status. Die Optik verteilen. Ja, und wir müssen nur noch 10 Minuten warten und wir durch. Wir sitzen siebte Reihe in dem ersten Block. Also hier sitzt eigentlich ganz vorne. Hier sitzt eigentlich ganz vorne, ja. Wir zeigen euch das dann nochmal mit der Kamera. Es ist nicht weit weg. Erster Platz, unser kleiner Bruder ist nicht, aber siebter geht da. Sie macht YouTube. Kannst du ich mach YouTube. Ach so, scheiße. Schon wieder. Sind hier mehrere YouTuber, oder? So. Perfekt. Danke. Wir sind drunter. Ich freue mich. Was sehen wir nochmal? Wir sind drin. Ey, alle gucken uns einmal, wie kann man halten. Aber das drin, okay, was? Wir wollen filmen, Unsere Community muss mitkommen. Einfach, wir haben vergessen, unseren Perso mitzunehmen. Und die machen so, ja, ihr könnt nicht ohne Perso rein, weil ihr braucht einen Nachweis wegen dem Covid. Ja. Also, dass ihr geimpft seid, ne? Ich so, was sollen wir jetzt machen? Also, suche ich nach Bildern. Ich hatte einfach von mir ein Bild von meinem Perso. Vor Tutti so. Das war so, so ein, als ob du sowas einfach in deinem ja, Album. Ja, weißt du, warum mein T-Shirt war? Ich hatte den nie dabei und die haben so nachgefragt. Deswegen hatte ich immer so ein Bild gemacht. Und bei Tutti hatte ich für die Uni was. So ein Ausweis. So ein Ausweis. Also, das ist ein ganz alter, der ist gefaked, Junge. Der ist der, ja, der war selber erlebt. Es wird ernst. Es wird richtig ernst. Ja, wo sind wir? Wir müssen hier und dann hier runter. Für euch laufe ich extra rückwärts. Wir haben unseren Platz gefunden. Und jetzt gehen wir hin. Siebte Reihe, Hanna. Wir haben hier auch. Ich wollte gerade lesen. Komm bitte jetzt. Wie traut er sich hier aufzutreten? Ich hätte so Angst. Wir unterstützen ihn, auch wenn der Witz nicht gut ist, wir werden lachen. Esri. Vielen Dank, dass ihr angekommen seid, die Superfans vom letzten Mal und die reingelaufen sind, weil die Tür auf war. Wirklich, dann nimmst du Wurzel, Quadrat, Cosinus. Wer ist Sinus? Bruder von Cosinus. Wir machen jetzt gerade eine kleine Pause, haben uns hier Drinks geholt, Cola für jeden. Ich sag euch mal was. Lustigster Typ aus ganz Ey, Deutschland. Ey, es ist so lustig. Mann, immer wenn ich aufnehmen will, ich denke mir so, ich weiß, was ich dafür filmen will, aber alles ist so witzig. Ich habe noch nie bei einer Person dauerhaft meine Backen tun. Wir haben deswegen uns Trinken geholt, weil unser Rachen ist so trocken, weil wir so viel lachen. Der ist so witzig. Abgekackt. Ich bin ab, ich habe geklatscht, ich habe geschrien, ich habe gedacht, Junge, du bist witzig, bist des Todes. Genau, deswegen. Kaya, lohnt sich. Also, falls ihr mal vorhabt, zu denen zu gehen, das lohnt auf jeden Fall. Geh zu dem. Geh zu dem, das ist so witzig. Morgens in der Früh
Und ich koche einfach mit dem Essen, das ich nicht fertig bekommen habe, weil ich habe im Restaurant so gut wie nichts gegessen, weil ich hatte nicht so den Appetit. Ich war, glaube ich, sehr aufgeregt und so. Ich habe mich sehr gefreut. Hatte nicht so Hunger, aber jetzt habe ich Hunger. Zum Glück habe ich es mitgenommen. Und jetzt kocht einfach für mich, weil mein kleiner Bruder hat auch ein bisschen Bock. Der hat auch Lust zu trinken. Das hier ist halt hauptsächlich nur Gemüse, ne? Und hier ist ja Käse. Das habt ihr ja gesehen, war ja so ein Eintopf. Dann habe ich hier ein bisschen Reis gemacht. Das mischt zusammen mit ein bisschen Erbsen. Ich liebe Erbsen. Ich dachte, komm, ich mit ein paar Erbsen. Genau, das Ganze brate ich jetzt gleich in der Pfanne an. Und dann essen wir das. Und vielleicht drehen wir noch ein paar Reactions zu die. Ich glänze wieder wie eine Speckschwarte. Das, Tutti? Ich ziehe meine dicken Socken an, weil mir ist kalt. Tutti versucht sich gerade irgendwie rauszureden. Nein, von wegen, ich will keine Reactions drehen. Nein, ich bin ein bisschen down, weil ich komme nach Hause. Denke mir so, was ein geiler Abend. Ich sehe TikTok gesperrt. Nur weil ich auf ein Video duettet habe, wo eine Spinne mit einem Messer zerschnitten wurde. Sorry, Karma. Aber Tutti reagiert ja, okay, auf Spinnen. Es war schon brutal. Die wurden mit einem Messer halbiert. Ja, okay, ich habe drauf duettet und es war falsch, mein Gott. Ja, Gott bestraft. Aber die müssen das wieder entsperren, weil ich habe sogar eine TikToks gedreht. Wer hat das TikTok gesagt? Lesen jetzt. Die Hintergrundmusik von meiner Mama passt gerade. Schmeckt gut. Mm. Schmeckt sehr gut. Ich liebe die türkischen Gewürze. Mua.